nicht, werden diese Verfahren Sie betreffen. Und ich sage auch ganz offen, die Menschen in diesem Land haben ein Recht darauf, dass Gesetze so vollzogen werden, dass es rechtskonform ist, insbesondere der Verfassung entspricht, insbesondere wenn es um oberste Organe wie eine Bundesministerin, um eine Bundesministerin geht. Und wenn der Verdacht im Raum steht, dass hier aus ideologischen Motiven, weil man einfach aus einer NGO-Gedankenwelt etwas für richtig hält, man glaubt, dass man sich über eine Verfassung deshalb stellen darf, weil der Zweck die Mittel heiligt, dann heißt das, dass wenn diese Verdachtslage besteht, dass Sie jene Institutionen zu prüfen haben, die dafür vorgesehen sind. Das sind in einem Rechtsstaat die Gerichte und daher werden diese auch darüber zu entscheiden haben. Und ich glaube, dass das auch ein Weg ist, der der Rechtsstaatlichkeit entspricht. Es geht nicht darum, welche Materie hier dem zugrunde liegt. Das gilt für jede. Man kann einfach nicht darüber hinwegsehen, dass eine einheitliche Stellungnahme der Länder, die verfassungsrechtlich die Ministerin bindet, negiert wird, dass das Bundesministeriumsgesetz nicht eingehalten wird und das alles dazu führt, dass auch weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Das ist etwas, was einfach auch durch Gerichte zu beurteilen sein wird. Wie hoch wird das Strafmaß sein? Da werden Sie ja sicher auch schon ein bisschen was wissen darüber, nachdem Sie die Anklage haben. Was prüft der Frau Ministerin? Es ist Sache der Justiz, das zu entscheiden. Das ist nicht meine Sache. Für uns war klar, dass nachdem wir eine sehr deutliche und auch eindeutige Stellungnahme des Verfassungsdienstes vorliegen haben, der ausweist, dass die Vorgangsweise von Frau Gewessler nicht rechtskonform war, dass wir das den Gerichten zur Beurteilung vorlegen werden. Und es ist für mich auch ein Weg, der unausweichlich ist, weil letztlich braucht es auch Rechtssicherheit und wir können nicht Ideologie über das Recht stellen. Letztlich, es ist die Frage vorhin gestellt worden, ja, was ändert das im Hinblick auf Herbert Kickl? Es ändert insofern nichts, weil es nur schlimmer geworden ist, wenn die Grünen jetzt ebenfalls der Meinung sind, dass das Recht der Politik zu folgen hat oder das Recht der Ideologie zu folgen hat. Aber das sind ernste Umstände, die man nicht, bei denen man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Das wird die Ermittlungsbehörde zu beurteilen haben. Die Aufgabe, die aus meiner Sicht, die in der Politik sich ergeben hat, ist, einen Sachverhalt, wie ich ihn vorhin Ihnen geschildert habe, zur Beurteilung den Gerichten auch vorzulegen. Welche Beurteilung das dann sein wird, das entscheidet die unabhängige Rechtsprechung und wie die Entscheidung ausfallen wird, werden wir dann sehen. Aber wenn Sie Anzeige erstattet haben, dann dürften Sie sich ja schon Die Stellungnahme des Verfassungsdienstes ist eine eindeutige und soweit ich gehört habe, sind auch die eingeholten Rechtsmeinungen von Frau Gewessler einer Beurteilung durch den Verfassungsdienst unterzogen worden und in der Beurteilung durch den Verfassungsdienst hat sich keine Änderung ergeben, dass nämlich auch aus diesen eingeholten Rechtsmeinungen sich nicht ergibt, dass die Vorgangsweise von Frau Gewessler verfassungskonform gewesen wäre oder rechtskonform gewesen wäre. Das wird auch ein Gericht beurteilen müssen, aber ich sage, wenn die Rettung für die Frau Gewessler die Unwissenheit ist, also sich über den Vorsatz vielleicht aus dieser strafrechtlichen Klemme herausbewegen kann, dann ist auch die Rechtswidrigkeit festgestellt. Und aus meiner Sicht ist das auch etwas Bedeutsames, weil wenn ein Gericht feststellen sollte, dass das Vorgehen rechtswidrig war, aber es aus Gründen, die ich nicht sehe, aber die möglicherweise ein Gericht anders beurteilt, deshalb nicht zur Verurteilung kommt, weil die Frau Gewessler das nicht wissentlich gemacht hat,